Das Dame 2 verliert gegen Gordula mit 3:0. Bei der Auswärtsspielpremiere in der ersten Liga hat Volleyball Therwil ins Tessin müssen. Nach der langen Anreise mit Zug und Bus haben die Therwilerinnen furios angefangen. Sie sind mit 12:6 in Führung gegangen. Gordula hat aber dann mit einer langen Punkteserie die Führung zurückerobern. Und ab dann war es fast immer der VBT, der einem Rückstand nachgerannt ist. Mit einer hohen Eigenfehlerquote haben sich die Therwilerinnen immer wieder selber in Bedrängnis gebracht und die gute Phase zunichte gemacht. Die Tessinerinnen haben so mit einer soliden Leistung auf allen Positionen die drei Sätze sicher können für sich entscheiden. Am nächsten Samstag, am 1. November, treffen die Therwilerinnen auf Luzern Nachwuchs. Das Spiel findet um 13:30 Uhr in der 99er Halle statt.